Herzlich willkommen auch auf YouTube zu einer weiteren Folge meiner Modding-Streams. In diesem Fall wollen wir etwas bauen, was ich hier für die Galgenberg brauche. Erstmal entschuldigt für die Stimme. Bin im Moment ein bisschen krank, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das alles heute hier durchziehen kann. So, die Galgenberg. Sehr schöne Karte. Einige haben ja meine Let's Plays schon verfolgt. Hier ist das Kalkwerk. Und hier hinten gibt es ein kleines Stück Land, das man kaufen kann, auf dem Steine sind, das man dann in das Kalkwerk hineinkippen kann. Aber diese Steine sind natürlich endlich. Irgendwann, wie hier bei uns zum Beispiel auf dem Spielstand, sind diese Steine aufgebraucht. Und genau da will ich heute ansetzen. Wie geil wäre es denn, wenn ich jetzt hier eine Art Bergwerk hinsetzen könnte, das so ein bisschen in den Berg hineingeht. Ne, ich stelle mir das so optisch vor, hier vorne so ein Eingang oder hier, ne, so ein Eingang angedeutet, so gemauert, ungefähr so wie, ja, wie diese Burg. Auf der französischen Karte in der Mitte eine schöne große Holztür und da guckt dann ein Rohr raus und unter dem Rohr spawnen hier Steine, die ich mit dem Radlader abholen kann. Das wäre das Ziel. Und machen wir hier mal. Ich habe da natürlich schon mal was vorbereitet. Stone Quarry heißt das Ganze. Hat noch nicht alle Sachen, die es braucht, aber ich habe natürlich erstmal geguckt, kann ich das überhaupt? Namen Gerd, Namen Kevin. Ne? Also wäre es überhaupt möglich? So, ich kenne dieses Spawnen von Sachen, die man dann mit dem Radlader wegmachen kann, von der Platinum-Karte, von der Silver Run. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn man das auf der Silver Run kann, warum kann ich das nicht auf der anderen Karte? Namen Yasuo. Und deswegen habe ich da mal was vorbereitet. Stellen wir uns den mal woanders hin, falls wir nachher nochmal hier irgendwas starten. Ich hab ein paar Fehler in den Big Displays behoben, deswegen steht der erste jetzt hier. Hier haben wir ja so einen Berg. Würde ich jetzt sagen. Und ich habe da mal was vorbereitet. Ne? Also, was ich vorbereitet habe, ist nicht besonders toll. Die Produktion habe ich gepackt, einfach irgendein Bild dazu gepackt. Das Ding hier habe ich vorbereitet. Wie man sieht, jetzt, ne? Nichts Besonderes. Wir setzen uns auch gleich mal. Das Ding ist ja mittlerweile frei platzierbar. Das hier ist das Teil aus dem Silver Run. Jetzt drehen wir das Ganze mal ein bisschen. So. Also, das ist das, was ich mir so einfallen lasse. Machen wir die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Und dann sehen wir schon hier. Ui. Steine. Ne? Also einfach nur Steine spawnen. Das funktioniert. Das geht. Das gleiche Prinzip wie hier mit dem Haufen. Na? Jetzt müsste das hier natürlich noch rundherum schön gemauert sein, in der Mitte eine Tür drin. Und wenn man sich das hier so anguckt, ne? Sowas wie das hier, so ein Rohr, das sollte aus dieser Tür rausgucken. Also auf, ja, der Seite vom Holzverschlag, wo die Tür nicht ist. Das wäre so mein Ziel, ob wir dann noch diese schöne hinkriegen. Das ist eine andere Frage. Die kann ich jetzt so nicht beantworten, aber vom Prinzip her macht dieses Ding hier ja nichts anderes als einen. Und das macht hier mein kollisionslose Piste aktuell auch. Mehr, ne? Mehr ist es aktuell nicht, aber genau das ist eben das Ziel, allerdings nicht dieses Gebäude, sondern ein schöneres, also passenderes für
wenn man so ein Stein hat, sodass man das nachher hier rein platzieren kann und da ist dann die Tür drin. So, jetzt habe ich euch erklärt, was ich vorhabe. So, dafür habe ich bereits in Blender was vorbereitet. So, nämlich die sogenannten Areas. Ich habe hier bereits die Clear Areas, Hotspot, Indoors Area, die Spawn Area. Diesen ganzen Kram habe ich bereits vorbereitet. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist auch das, was wir gerade in-game gesehen haben. Aber das ist natürlich nicht hübsch und das soll so nicht sein. Ja, die Frage ist natürlich, wie groß macht man das, wie groß soll man und so weiter. Und genau das machen wir jetzt zusammen. So, ich habe hier einen Würfel hingesetzt, 4x4x4. Ich weiß nicht, ob das groß genug ist. Ich dachte mir, ja, müsste eigentlich groß genug sein. Und daraus wollen wir jetzt mal versuchen, das Ganze zu machen. So. Wie war denn das nochmal? Ich möchte das Ding hier zentrieren. Ja, was ist das? Nein. Achso, das blendet alles andere aus. Ja, jedes Mal habe ich hier so immer die Probleme mit dem So, hier war das Drehen. Hier kann man oben, unten. Nee, das war es alles nicht. Wie war denn das nochmal? Ich möchte... Bin ich jetzt hier schon zentriert drauf? Nein. Ich zentriere mich ja gerade um den Punkt. Ich möchte mich aber eigentlich um den Punkt da zentrieren, der da gerade angewählt ist. Also um den Cube. Ich dachte, das wäre mal nicht geteilt war. Ah, es war Komma auf dem Numblock. Okay, wunderbar. Olli, schön, dass du jetzt schon zum 7. Mal in Folge reinschaust und Namen Ralf. So, also hier vorne ist unsere Spawnfläche, die ist hier vorne so angedeutet, wie groß die nachher wird. Das machen wir dann, wenn wir das sogenannte In-Gaming machen. Na, aber erstmal müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen Leben reinkriegen. Und dazu brauchen wir ja eine Tür. Jetzt können wir das Ding hier ausschneiden und eine Tür reinsetzen. Oder wir machen einzelne Teile draus. Das Ganze soll ja nachher so halb im Berg gehen. Also müsste das, was nach hier zurückgeht, ja eigentlich gemauert sein. Na, das ist so die Idee dahinter, dass das hier gemauert ist. Da müssen wir uns gleich mal die Texturen für suchen. Und vielleicht finden wir ja auch eine schöne Türtextur. So, da habe ich hier mal, da gab es doch diese Asset-Galerie, ich nenne die hier mal. Hier diese Asset-Galerie, aber das waren Wheels, Lights. Hier haben wir Materials. Aber das ist nur für Fahrzeuge, was die hier haben, ne? Das bringt uns also nicht viel weiter. Was wir wissen müssen, ist, welches Material wird benutzt für die Burg. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal in das Installationsverzeichnis vom Farming Simulator. Dann haben wir hier Data, Maps, französische Map und hier ist eine Map i3D drin. Die wir theoretisch öffnen können sollten. Ja, da wir uns jetzt im Hauptverzeichnis, im Spielverzeichnis befinden,
muss man aufpassen, auf keinen Fall irgendwas speichern. So, hier haben wir sie. Die Map. Jetzt klicken wir hier oben mal was an und mit F können wir dann ranzoomen. So, das Mauerwerk möchte ich da gerne drauf. Was hier drauf ist. Und dann vielleicht auch so, wie das hier ist, ne? Hier so. Mal wieder gucken, wie war das? So. Nee. Na, also. Vielleicht so im Eingang gemauert. Also das hier außen. Ach, geh doch weg. Na, also das hier außen und das hier innen. Und dann fehlt uns nur noch eine Tür. Ich glaube, hier sind aber gar keine Türen drin, ne? Hier sind überall nur diese Bögen. Oder sind hier auch irgendwo Türen drin? Irgendwo eine geschlossene Tür? Na? Irgendeiner von euch eine, kennt einer von euch hier eine Tür, die zu ist? Da. Da ist eine Tür. Na gut, die ist ja vielleicht ein bisschen edel. Aber das hier ist eine Transformkuh, die Zitadelle. So, LOD1 Parts. Ach, guck mal, hier haben wir hier haben wir die Door. Doors. Hier sind auch noch mehr Doors, ne? Ist auch noch eine Door. Ja, kann man ja trotzdem mal, oder? So, LOD1. Jetzt wissen wir hier, wo das, wo die Datei liegt. Und dann gucken wir uns die doch einfach mal an. Hier drin liegt die Datei namens Citadel. Gut, das ist ja schon heftig, ne? Aber da hätten wir ja schon alles, was wir brauchen. Und eventuell können wir die auch von hier nehmen. Okay, dann schauen wir mal. Bitte nicht stören, so mal hier. Da. So. Wenn wir aber jetzt hier das so machen wollen, dann müssen wir da ja auf jeden Fall noch ein bisschen was dran tun, ne? Hallo Spencer, danke für dein Abo, jetzt schon im zweiten Monat.
Dann werden wir hier zuerst mal was dran tun müssen, ne? Vielleicht legen wir erst einfach mal die Textur drauf und gucken, ob es überhaupt funktioniert. So, wir brauchen jetzt hier erstmal ein Material. Und das ganze Material nennen wir jetzt Citadel Matt. So. Und jetzt kommt wieder dieses Konfuse. Wir haben hier eine Albedo Map, eine Gloss Map und eine Normal Map. Albedo? Die heißt aber Diffuse. Ja, was denn nun? Und ich meine, das wäre Base Color. Dann muss man hier sagen Image. Und dann sagen wir hier Open. Dann gehen wir hier rein. Ah, das funktioniert nicht. Okay. Open. Hier rein. Dann haben wir hier die Citadel Diffuse. Und ich glaube, wir wollen das noch umstellen. So, dann. Das sieht ein bisschen strange aus. So, dann brauchen wir die Gloss. Gloss war, meine ich, hier auch irgendwo. So, und als Gloss Map kommt ja eigentlich eine Spec, ne? Die heißt Specular. So, hier haben wir Specular. Dann sagen wir hier in Specular. Ja, oben hier. Image Texture. Open. Citadel Specular. So, jetzt haben wir auch eine Specular drauf. So, und die Normal, die heißt wiederum Normal. Also da nehmen wir jetzt die richtige Normal Map. So, hier haben wir Normal. Dann sagen wir hier auch, irgendwo muss hier Image sein. So, Normal Map. So, Normal Map. Und bei Color. Hier haben wir jetzt Normal Map. Kommt auf die UV. Wie gebe ich jetzt die Normal Map an? Color. Alla. Image. Open. Citadel. Normal. So, dann habe ich hier noch eine Height und eine Specular. Na, weil die Specular und die Normal habe ich jetzt schon benutzt. Jetzt haben wir noch eine Height. Ja. Die steckt aber im Dings hier im Giants Editor gar nicht drin. Ja, gut. So. Jetzt haben wir das erstmal da drauf. So, jetzt gehen wir hier mal auf UV Editing. Und hier nehmen wir uns jetzt mal die Diffuse dahinter. So hat er das jetzt da drauf gepackt. Wir möchten das aber eigentlich nur hier in dem Inneren
Das hier soll es eigentlich nur sein. So, wir machen jetzt hier mal ein an, wir müssen jetzt hier Unwrap machen. Erstmal alles. Wo war es denn? UV. Unwrap. Das sieht lustig aus. Das sieht lustig aus. So, jetzt machen wir das hier erstmal kleiner. Und schieben das mal hier hoch. Also das sieht nicht gut aus. Gut, dann machen wir jetzt hier mal UV Cube Protection. Scale. Dip. Move. Hier hoch. Na, das sieht doch schon mal besser aus. Ne? Das speichern wir jetzt mal ab. Ja, das sieht so auf jeden Fall besser aus. So, jetzt gucken wir noch mal hier rein. So, jetzt sehen wir, was wir hier haben. Das sind diese Steine hier. Ups, die ist falsch. Das sind im Endeffekt diese Steine hier, die da so im Bogen gemauert sind. So, und da müssen wir uns jetzt was für machen, um das da quasi reinzuschneiden. Denke ich. Tja, dann. Nein, ich habe nicht die neueste Blender-Version. Ich bin immer noch bei 3.6. Hallo Jenny. Das Ganze sieht natürlich hier jetzt irgendwie so blendend aus, ne? So, UV Maps. Da haben wir jetzt im Moment eine. Wir brauchen aber sowieso, wir brauchen nachher zwei. Dann legen wir die auch jetzt, ne? Kopieren wir die jetzt schon mal, weil wir nachher zwei brauchen. So, jetzt müssen wir wieder editieren. Layout. So, und zwar müssen wir hier so einen Bogen draufsetzen, rausschneiden. Ich denke ja, der Einfachheit halber, wir setzen den Bogen auf und machen dann die Mitte in Holz. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir überhaupt so einen Bogen hinkriegen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir jetzt hier so einen Bogen hinkriegen sollen. Ich würde ja eigentlich sagen, ich brauche erstmal brauche ich einen Cube. So, und ich würde jetzt mal sagen, wir machen den einfach mal einen halben. So, dann ziehen wir uns den hier rüber. Und dann haben wir hier, ne, hier unsere Größe. Location, Scale. Wieso
Wieso habe ich denn jetzt hier ein... Was war das hier? Item. Genau, hier kann ich nämlich sehen, wie groß das Item ist. So. Und dann möchte ich den jetzt hier mal 1 Meter tief machen. Genau. Und dann setze ich den jetzt mal 0,5 hoch. 0,25 hoch, damit steht er auf dem Boden. Schieben wir den hier noch ein bisschen rüber. Jetzt gehen wir mal hier in den Edit Mode. Dann wählen wir diese Fläche aus. Und die ziehen wir jetzt erstmal hoch. Genau. So, und wenn ich mir das so angucke, ist 0,5 eigentlich schon ein bisschen fett. 0,3 reicht auch. So, dann können wir das Ding nämlich nachher hier so reinsetzen. Dann setzen wir von innen, von hier außen noch so eine dünne Plane drauf, wo wir dann die Holzoptik drauf machen. Das wird wohl am Anfang. Aber wir müssen das Ding jetzt erstmal rund kriegen oben. Also einmal so rund und dann wieder runter. So, da gab es was mit einem Rohr. So, jetzt konzentrieren wir uns mal da drauf, in den Edit Mode. Das ist die Fläche. Jetzt muss ich überlegen, welches das war. War das Extrude? Nee, das ist einfach nur länger machen. Das habe ich letztens irgendwo noch gemacht, um so ein Rohr zu biegen. Das war's nicht. Um so ein Rohr zu biegen, Add, Extrude. Bevel, ups. Das ist für wird schmaler. Das war es nicht. Das hier sieht nicht schlecht aus. Jetzt zum Kippen und zum Drehen. Das fünfte Symbol von unten. Smooth. Auf der linken Seite. Nee, damit mache ich ja nur sowas hier. Den Kuchen anklicken und den Cursor setzen und dann biegen. Cursor ansetzen. Okay. Soll in eine Ansicht gehen.
Welche denn? Die hier? Interessant. Richtig interessant. Okay. Ja, ich musste das hier machen. Aber so rum. Ich bin ja in der Layout View. So, Moment hier. Hier. Ja, gerade gefunden. Gerne, ja. Okay, das heißt, ich kann hier bestimmen. Ja, das habe ich jetzt gefunden. Ne? Hier kann ich die Achse auswählen. Nur, das wird dann nicht so, wie ich das gern hätte. Weil so sollte das Ganze ja nicht aussehen. Das ist jetzt um 90 Grad. Ich brauche aber eigentlich brauche ich 180 Grad. Und dann soll das Ding aber hier oben enden.
Warte mal. Er ist mal wieder zurück. Er ist mal wieder zurück. Wenn ich das Ding hier nehme, dann ist der Center, um den sich das dreht, hier vorne und nicht hier. Das heißt, ich muss jetzt erstmal sagen, Object. War doch Object, ne? Set Origin to Geometry. Und jetzt gehen wir in den Edit Mode. Jetzt ist immer noch da hinten. Object. X-Ansicht. Was ist denn X? X? Ja, richtig, schon klar. Aber der zentriert das ja hier drum. Muss das ja hier irgendwo zentrieren. Wieder. Ach, guck mal. Moment, ich muss das Ding jetzt erstmal ordentlich ausrichten hier. So, raus aus dem Edit Mode. So. Das Ding hier ist 4 Meter breit. Das Ding hier soll auf 3,5 kommen. So, das heißt, ich muss das Ding jetzt hier erstmal. Minus 3,5 geteilt durch 2. Ne, minus 1,5. Minus. Was ist gerade? Ja. Minus 1,5. So. Damit ich das Ding hier erstmal richtig habe. Jetzt gehe ich hier rein. Selektiere mir das hier. Gehe hier in die Ansicht. Jetzt muss ich das Ding hier auf die richtige Höhe bringen. Kriege ich denn das jetzt auf die richtige Höhe? Weil die Position ist jetzt wichtig. Weil, wenn ich hier jetzt 180 Grad mache, dann bestimmt die Position, wo dieses Ding hier ist. Wie das Ganze aussieht. Ja, Cursor. Aber den Cursor bewege ich ja hier nicht. Aber das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus, ne?
So, und wenn wir jetzt bei 180 Grad, dann sollte das genauso lang sein wie das. Und wenn ich jetzt wieder dieses Teil hier auswähle, müsste ich jetzt hier sagen können, Extrude. Wir wollen. Na, geht nicht. Edge. So weit runter. Ja, mal zurück. Okay, ist ein bisschen hoch geworden, aber kann man doch schon mal mitarbeiten, ne? Würde ich sagen. So, jetzt machen wir hier wieder diese Ecken. Machen wir das so. Und dann machen wir das Ganze was kürzer. Jo. Jetzt setzen wir den Volume. Das Ding auf 0. Setzen wir das hier so rein. Unseren Eingang. Und jetzt sagen wir hier, das ist das Zitadellmatt. Und jetzt gehen wir in das UV-Editing von ihm hier. Ja, jetzt wird es spannend. Wie macht man jetzt davon das UV-Editing? Einfach nur unwrap sieht scheiße aus. Smart. Gucken wir es jetzt mal. Okay. Dann machen wir das Ganze jetzt mal kleiner. Drehen es um 90 Grad. Hier müssen wir hier hoch. Hier und hier, hier wird das. Hey, das sieht nicht so gut aus, ne? Das sieht nicht so gut aus. Aber hier. Wie? Was hat er jetzt gemacht? Sieht ja schon mal nicht verkehrt aus, ne? Aber
Also ich denke, das mit dem Unwrap hier können wir vergessen. Da macht er alles Mögliche, aber nicht das. Was hat er jetzt gemacht? Alles UV Reset. Oh, wo ist jetzt hier alles weiß? Reset ist auch doof. Reset ist auch doof. So. Clear. View Protection. Okay, das sieht eigentlich schon mal gar nicht so dumm aus. Guck mal. Guck mal. Eine Kugel zu nehmen und halbieren. Okay, wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre auch eine Möglichkeit. So, gucken wir nochmal, wie das Ganze aussieht hier. So, das Ganze muss jetzt noch ein bisschen tiefer. So. Jetzt haben wir da schön einen gemauerten Eingang dran und jetzt können wir den sogar noch ein bisschen weiter, ne? Ein bisschen weiter schieben. So, Problem ist jetzt noch, wir müssten jetzt eigentlich diesen Part hier noch rausschneiden. Na, ich möchte da eigentlich ungern jetzt eine Platte drauflegen. Ich möchte den eigentlich hier rausschneiden und tiefer legen. Das wird da wahrscheinlich so nicht gehen, ne? Ich auch. Ich bin auch noch gespannt, wie ich das mache. Weil entweder ich muss dieses Ding hier austeilen. Warte, da war doch was. Moment. Ich kann doch dieses Ding hier. Und Upp.
einmal hier quer durchziehen. Und jetzt gab es doch einen Befehl, um das eine mit dem anderen zu teilen. Müsste ich nämlich diesen ganzen mittleren Bereich theoretisch rausschneiden können. Cut oder sowas. Object. Wie war das nochmal? Warum gibt es hier eigentlich keine Steuerung F zum Suchen? Ja, aktuell sind sie getrennt, das siehst du ja. Ne, ich habe hier einmal Cube 1 und hier unten ist nochmal Cube 2. Hier gab es einen Cut. Ich weiß, es gab einen Cut. Das war ein Modifier. Oben. Modifier. Das kann natürlich sein. Ich möchte den Cube. Rechte Menüleiste. Scroll mal nach unten. Hier. Hier ist nichts. Oder was meinst du? Das hier, das ist aber vom i3D-Exporter. Die Settings. Bool-Tool. Das klingt, als hätte ich schon mal gehört. Boolean. Ja, ist richtig, aber ich glaube nicht, dass mir das jetzt hier in dem Fall was bringt, weil da kann ich die Dinger vereinen oder mir den Unterschied anzeigen, aber ich will ja schneiden. Ich will ja schneiden. Bevel? Ne, das war's nicht. Dezimate.
Nein, das ist eigentlich Cut, ne? Ja, weißt du, ich habe ja jetzt hier einen Würfel, ganz flacher Würfel, und ich habe hier einen Torbogen. Und ich möchte jetzt das, was hier unten im Torbogen ist, rausschneiden. Also ich möchte es eigentlich aufteilen, den Würfel, in einen oberen und einen unteren Teil. Damit ich den inneren Teil dann danach zusammenschieben kann. Steuerung, Shift und C. Macht er nichts. Na. Sci-Fi. Mask. Ja, den Würfel auswählen, dann Boolean. Das hatte ich ja eben gemacht. Und dann muss ich natürlich das Objekt auswählen und das ist der Bogen. Und dann habe ich entweder das eine oder das andere. Ich kann natürlich auch noch Collection auswählen, aber habe ja keine Collection. Deswegen Objekt, Bogen. Geh mal um die Einstellung und dann dorthin, wo die Mods installieren kannst. Ja, also Differenz erstmal, ne? Differenz. Ja, und jetzt? Was habe ich jetzt mit Differenz? Geh mal in die Einstellungen, Sitte einfach. Machen wir doch mal. Aber meinst du, das braucht man dafür? Kann man ja mal machen. Bool Tool. Slice. Aber auch den hier wieder rausnehmen. Zwei Objects. Slice. Ja, und jetzt?
Das, das und Slice. Was habe ich jetzt? Aha. Interessant. Interessant, interessant. Ich mir das jetzt angucke. Hoppala. Auf jeden Fall schon mal interessant. So, hier gibt es ihn nämlich immer noch nicht.
Aber das hier macht schon mal relativ viel Sinn. Ist er doch hier. Er guckt überall raus. Ich kann natürlich auch noch ein bisschen weiter nach unten setzen. Ja, so, aber Difference. Na, hier kann ich den Bogen auswählen. Aber jetzt habe ich keine zwei Objekte. Na, der hat das Ding jetzt nicht in zwei Teile geteilt. Immer noch ein Teil. Deswegen bringt das hier so nichts. Aber was anderes. Ich kann. Nee, hier war das. Object. Duplicate Object. So, jetzt habe ich das Ding zweimal. So, jetzt nehme ich den Cube und den Bogen. Und sl nee, andersrum. Jetzt nehme ich den Bogen und den Cube, slice den. Und jetzt konzentriere ich mich hier drauf. Jetzt habe ich das Ding da quasi rausgeschnitten. Na? Jetzt habe ich hier den Bogen, den Cube und den Cube mit den. Und das hier ist quasi das, was ich jetzt rausgeschnitten habe. Aus dem Cube. Das hier. Das hier ist der Bogen. Das jetzt nicht. Das hier ist der Bogen. Das hier ist der Cube. Und das hier ist das, was ich rausgeschnitten habe. So, das, was ich rausgeschnitten habe, kann ich jetzt entfernen. So, jetzt gehe ich hier in den Edit Mode. Schiebe das Ding etwas nach hinten. Jetzt muss ich da nur noch eine Holzoptik drauflegen. Aber ich habe Discord nicht offen, wenn ich hier streame, weil das Gepiepe von den ganzen Leuten, das nervt einfach nur. So. Haben wir hier Holz? Guck mal, hier unten haben wir nämlich auch Holz. Nehmen wir jetzt das Ding hier. Ach so, er ist wieder zurück. UV Maps, wo waren die UV Maps? UV Maps. Zweite UV Map raus, erste UV Map. In die UV Map. Erste UV Map. So, Maserung läuft so. Ich möchte die aber gerne von oben nach unten haben. Müssen wir drehen. 90 Grad. So, dann schieben wir das Ganze jetzt nach hier unten.
Jetzt. Das Gelbe, das Ganze schmal. Und hier unten und schon haben wir noch Holzoptik. Das wird schwierig, hier den Link zu posten. Du kannst mir höchstens per Twitch Nachricht schicken. So, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich kann den auch nicht freischalten, wenn du den jetzt postest. So, Rückseite ist uns ja egal. Rückseite ist uns ja egal. Aber sieht doch gar nicht mal so schlecht. Ja, ist vielleicht keine super Lösung, aber es hat funktioniert, ne? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das exportieren können. So. Ich sage jetzt hier einfach mal Export All. Und dann sollte er. Jo, er hat das hier aktualisiert. Gucken wir doch jetzt mal rein. Lädt gerade auf dem anderen Schirm. Moment. Er lädt gar nicht, weil die Map noch offen ist. Sagt er nämlich. Gibt nichts. So. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Na, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Wie das Ganze jetzt hier in Game aussieht. Also in. Das ist doch schon mal. Ja, nicht so schlecht, oder? Was denkt ihr? Also ich denke, das sieht schon mal gut aus. So, der Bloody hat mir hier das vom Bool-Tool geschickt. Ja, wir haben jetzt hier das Slice benutzt. Ich habe das eben nicht über Numpad, sondern über Anklicken gemacht. Und Ctrl-Shift-B ist zum Anzeigen. Das hatten wir auch. Also im Endeffekt haben wir das gleiche gemacht. Also das ist doch schon mal optisch aus meiner Sicht gar nicht so scheiße. Gut, wir haben jetzt noch keinen Spawnpunkt. Also noch kein Rohr. Aber ich habe da etwas vorbereitet. Lass uns doch mal schauen, ob wir das Ganze platzieren können. Oder ob ich alles kaputt gemacht habe. Kann auch sein. So, bauen. Produktion. Hier haben wir sie. Ja. Und die würde ich ja jetzt quasi mit V. Okay, den Mittelpunkt muss, ne? Ist hier oben. Muss ich die hier hin platzieren? Gut, wir müssen sie vielleicht noch ein bisschen länger machen. Na, und der Mittelpunkt sollte ein bisschen weiter vorne sein, also da, wo man hinklickt zum Bauen.
Wir müssen das Ding auf jeden Fall noch was kürzer machen, weil wir jetzt hier sehen, das schwebt jetzt in der Luft. Aber das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Oder was meint ihr? Das ist noch die Frage, wie wir das Rohr hier rauskriegen. Und das Ganze wird rechts und links ein bisschen unscharf, würde ich sagen. Schauen wir mal. Gehen wir nochmal in das UV-Editing von dieser Fläche. Und dann machen wir das Ganze ein bisschen schmaler. Noch ein bisschen die Länge. Oh, besser. So, dann zurück zum Layout. Hier in den Edit Mode. Wählen wir jetzt hier diese beiden aus. Ziehen die jetzt nach hier oben. Die unten glatt abschließen. Haben wir auch. So, jetzt gehen wir hier in den Edit Mode. Punkte. Wählen alle Punkte hier aus. Ziehen das Ganze etwas in die Länge. Wunderbar. Jetzt wählen wir nochmal Fläche aus und setzen die noch ein bisschen weiter rein. So. Jetzt noch im Edit Mode, genau. Jetzt nehmen wir hier Bogen und Cube, schieben das hier so hinter. So. Jetzt nehmen wir uns nur den Bogen. Wieder die Punkte. Dann können wir nämlich hier alles selektieren. Wieder zurück. Und jetzt ziehen wir das nach hier, damit es gleichmäßig aussieht. Und auch wieder hinten wieder zu ist quasi. Für die Leute, die das platzieren, ohne einen Berg dahinter zu haben. Haben wir also auch. So, dann haben wir hier. Hier haben wir jetzt die. Ne, dann haben wir jetzt hier die ganzen Areas. Und dann müssen wir die jetzt mal auf das neue Gebäude zurichten. So, da haben wir hier Clear Area. Also wo darf nichts stehen? Ich würde sagen, gehen wir mal nach hier und dann machen wir hier mal minus 9. Jupp, minus 9 ist gut.
Height ist auch gut. Und weit. Würde ich sagen, mal bis hier. Okay, 15 Meter. So, Hotspot ist direkt davor. Ist erstmal gut. Jetzt haben wir hier Indoor Areas. Brauchen wir eigentlich nicht. Aber auf der Indoor Area fällt kein Schnee. So, Indoor Area. Die setzen wir uns jetzt, ich würde sagen, hier hin. Da ist der Startpunkt. Machen wir es 3 Meter weiter rein. So, und dann machen wir die 2 mal 2. 2 mal 2 mal 2 ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Das werden wir gleich sehen. Wir werden auch die Spawn Area darauf anpassen. So, die Spawn Area, die geht dann auch auf 3. Zwei, zwei, vier mal vier, vier mal vier, gut. Machen wir das jetzt gleich, Spawn Area. Auch 4x4. So, Test Area, die geht von hier nach da. Das ist also, wo getestet wird. Wieso kann ich die jetzt eigentlich nicht? Gucken wir so. So, die schieben wir nach da. Jetzt ist die Test Area da. Ich schiebe es erstmal bis nach hier. So, Tip Occlusion ist, wo kann man nichts abkippen, glaube ich, oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Bei manchen Sachen bin ich echt überfragt. Aber man braucht sie irgendwie alle. Ansonsten meckert er. So, jetzt haben wir alles drin. Guten Appetit. So, jetzt haben wir hier 4x4 Meter, wo das Ganze spawnt. Das gucken wir uns jetzt gleich in-game mal an. Dafür gehen wir auf den Giants Editor Export All. Dann haben wir das Ding ja hier noch offen und sagen Reload. Das ist jetzt also unser Objekt. Wie wir hier gerade sehen, es hat keinen Rec-X-Buddy. Na? Das heißt, da läuft man nicht gegen. Da kann man durchlaufen. Das wollen wir natürlich nicht. Attributes, glaube ich, war das. So. Nehmen wir erstmal den hier. Machen wir mal Default. Was macht denn Default? Nix. Vehicle, Traffic. Static Object. Ja, weil ist ja Static Object. Und dann haben wir hier den Bogen. Bogen machen wir auch Static Object. Na, hier Material oder sowas habe ich jetzt noch gar nicht zugewiesen. Wir sehen schon, dass es hier. So, jetzt haben wir hier ein Rig-X-Body mit Kollision. Sollte man nicht mehr dagegen laufen. Und wir benutzen hier die Normal Map fehlt.
Okay. Warum auch immer die Normal Map fehlt. Das schauen wir dann später. So, jetzt haben wir hier noch Shader. Tja, welcher Shader war das jetzt? In dieser Zitadelle. Dafür gehe ich jetzt hier noch mal in die Map i3D und mache die mal mit dem Notepad. Es dauert noch. So, jetzt suche ich nach mal nach Zitadelle Height. So, die Height Map wird hier benutzt. Pfeil 750. So, hier haben wir Zitadelle Matt. Und hier sehe ich jetzt, welcher Custom Shader und welche Variante ausgewählt ist. So, das ist der Building Shader, der hier benutzt wird. Also gehen wir jetzt hier auf Building Shader. Und wir hatten eben, jetzt gehe ich wieder hier zurück. So, und das war Custom Parallax. Custom Parallax. So. Das kann ich hier sagen, ey, Shader, dann sollte der jetzt drin sein. Aber wir gucken jetzt erstmal hier, was denn das bisherige sagt. Dass die noch frei drehbar machen, würde ich, denke ich mal, oder? So, das ist jetzt geht er hoch, aber hier kann ich ihn jetzt platzieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen teuer, ne? Auch was weiter weg. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Und ich könnte ihn jetzt auch, wenn ich hier so eine Wand habe, mit V ohne irgendwas platzieren. So, jetzt gucken wir mal, was hier vorne beim Hauchen entsteht. 4 mal 4, mal schauen. Wie groß dieser Haufen wird. Danke Alexa für dein Follow. Oh, danke Lea für dein Prime-Abo. Schon im zweiten Monat ist mir eben irgendwie durchgegangen. Okay. Das war ich nicht, das war schon so. Okay, dann machen wir mal extra Timelines an und spulen mal kurz bis zum nächsten Tag. So, das ist also der Haufen, der jetzt hier gespawnt wird. Frage an der Stelle, braucht man jetzt hier überhaupt ein Rohr? Oder meint ihr, Giants lässt das so durchgehen? Interessant wäre natürlich auch mal zu wissen, wie viel ist da jetzt drin? Großen Lader.
Eine ordentliche Schaufel. Und eine ordentliche Schaufel. Dann stellen wir die Geschwindigkeit auf 0. Der Grund, warum wir auf dem Spielstand keinen Volvo haben. Der Rückwärtswert ist einfach nicht schön. Echt nicht schön. So, was machen wir noch ohne? Das waren jetzt 9.200. Müssen da gucken, wie viel passt da auf den Haufen, ne? Neuntausendzweihundert, also 13.000. Also wenn wir 4x4 Meter, brauchen wir schon. Aber die Frage ist, brauchen wir hier tatsächlich noch ein Rohr? Oder reicht es, wenn man das so davor packt? Andere Frage. Wenn ich jetzt hier einfach nur mal so spaßeshalber das jetzt hier ein bisschen absenke. Also eine Kuhle draus mache, wird der Haufen dann größer. Ich würde sagen, nö. Also rutscht jetzt nicht nach unten durch. Der passt sich automatisch der Höhe an. Das ist schon mal schön. Aber brauchen wir das so. Jetzt haben wir hier aber den Shader. So, jetzt machen wir hier mal Export. Und dann schauen wir mal, was er hier sagt. So, Cube does not have all requirement. Für matt. Genau. So. Ja, wir brauchen ja noch, habe ich ja eben wieder weggemacht. Wo war es? Hier eine zweite UV-Map. Wir brauchen noch hier eine zweite UV-Map. Und wir brauchen auch hier den Add und hier den Add-Shader. So, sollte das schon mal weg sein. Reload. Ja. So, die Normal Map fehlt immer noch. Uah. Jetzt schmiert er mir wahrscheinlich wieder ab. Vorsichtig sein, wenn ihr hier auf der Variation seid. Das kann böse in die Hose gehen.
Jo, nochmal. So, hier haben wir das Ding jetzt. Wie gesagt, die Normal Map fehlt. Und hier beim Custom Parallax fehlen noch die benutzerdefinierten Texturen. Hier steht nämlich Custom Map File Referenced 4 Not Found. So, dann sind wir jetzt mal wieder einer von die ganz blöden. Wir gucken jetzt hier mal. File ID 4. Da steht nichts. Ja, und hier sind wieder mal richtige Referenzen angegeben. Das heißt, hier mal die Game Location suchen. So, dann gucken wir jetzt hier mal. Hier haben wir nämlich Custom Map M Mask. File ID 105. So, einmal suchen. Das ist nämlich die Citadel Mask. M Mask heißt das Ding. M Mask. Und die liegt natürlich hier drin. Tragen wir die doch hier mal ein. M-Mask. So, jetzt steht hier Data, Maps, Textures, Shared, Default. Also Data, Maps. Ups. So, hier haben wir das Maps. Maps hier nehmen wir noch mit. Und dann ist das natürlich hier. Hier müssen wir Slashes reinmachen. Textures. Wobei ich bin ja eigentlich blöd. Das kann ich doch einfach hier kopieren. Zack. Sage ich hier Add Shader. Shader Export. Und jetzt gucken wir hier rein, ob er das gerafft hat. Oh, guck mal. M Mask hat er gerafft. So, jetzt brauchen wir noch die Moss. Das ist die hier. Moss, die hier. Und wir brauchen die M-Parallax Map. Das ist die hier. M-Parallax. Hier. Add Shader. Add Shader. Export. Und jetzt haben wir die schon mal wunderbar hier drin. Was jetzt hier noch fehlt, ist die Normal Map. So, wir haben hier im Material eigentlich die Normal. Normal ist Normal Map. Weil Image kann man hier gar nicht auswählen, ne? Okay, dann Properties. Steht hier was drin? Nee, gerade nicht. So. Hier können wir noch Parameter setzen. Jetzt ist die Frage, waren hier Parameter gesetzt?
Ja, hier sind Parameter gesetzt, aber sind die auch anders als Default? Ich gehe sie mal durch. 12, hier haben wir Dirt Moss Smoothness. 0,25. Wir wollen ja den gleichen Effekt im Endeffekt da drauf haben. Mix 1, ne? Damit das Ganze nachher auch so schön aussieht. Wie auf der französischen Map. Placeable Color Scale 0100 und eine No Snow Scale von 1000. Okay. So, dann haben wir Add Shader und hier auch zuweisen. So, jetzt steht hier noch was drin von Bump Deep 1.5. Das sehe ich jetzt hier überhaupt nicht. Keine Ahnung, wo das jetzt wiederum herkommt. Aber hier unten haben wir jetzt noch die Custom Properties. Hier haben wir jetzt die ganzen Werte drin. Aber hier steht nichts von einer Normal Map. So, wenn ich die jetzt wieder exportiere und mir das Ganze hier nochmal anschaue. Dann fehlt hier immer noch die Normal. Warum? Ich habe keine Ahnung. Aber das sieht hier auf jeden Fall komisch aus, ne? Das sieht definitiv komisch aus. Als wenn da jetzt irgendwas falsch wäre. Das gucken wir uns in-game an. Tüdelü. Dann haben wir vielleicht irgendwas falsch zugewiesen. Möglich. So, bauen. Produktion. Ja, das sieht auch. Das sieht definitiv komisch aus. Definitiv komisch aus. Object. Apply Scale. Object. Apply Scale. Weil das habe ich schon gehabt, dass das einfach nur an der Scale lag. Haben wir also nicht. Aber wir wissen jetzt, es sieht hier drin genauso komisch aus. Bei dem anderen. So, hier wird Citadel Hate benutzt. Hier wird irgendeine andere Diffuse benutzt. So, wir machen jetzt erstmal Custom Parallax weg. Dadurch ändert sich hier nichts. Wenn ich das alles wegmache,
Das liegt an diesen komischen Settings hier. Dann lass uns die doch einfach mal. Brauchen ja keinen. Kein Moos, oder? Die Kloss-Map ist irgendwie merkwürdig jetzt. Warum auch immer. Lass uns noch mal kurz gucken, was hier drin steht. Custom Shader. Parallax. Mouse Diffuse und Mask Map. Mouse Diffuse und Mask Map. Ja. Klingt alles logisch. Beide UV-Maps sind gleich. Das heißt, an der UV-Map kann es nicht liegen. Ah, was habe ich denn jetzt schon wieder? So, nochmal neu laden. Sieht scheiße aus. So, Frage, warum sieht scheiße aus? Dazu machen wir jetzt erstmal hier Albedo Map weg. Nein, Gloss Map weg. Noch nicht ganz. Das ist die Mask. Diffuse. Vierte. So was Komisches. Zitadelle Hide. Den nämlich jetzt rausnehme, ist er weg.
Building Shader. Custom Parallax. Wenn ich jetzt hier wieder diese Das funktioniert natürlich nicht. Citadel. Wo kommen diese komischen Dinger jetzt her? Können ja eigentlich nur von denen hier kommen und die müssen dann erstmal raus. So, Material Load. Das raus, das raus, das raus. Add Shader, Add Shader. Export. So, jetzt sind sie erstmal wieder raus. Reload. So, jetzt stimmt das schon mal alles wieder. Okay. Jetzt mache ich die wieder an. Setze die wieder drauf. Export. Sind die Dinger wieder da? Und jetzt nehme ich hier mal eine Normal Map. Jetzt packen wir hier mal die Citadel Normal drauf. Auch nicht. Warum sieht das so scheiße aus? Hier steht noch was von Bump Depth, aber das ist ja die Normal. Custom Shader ist der Building Shader. Custom Parallax. Und wir haben noch diese Einstellungen hier. Wenn ich diese Einstellungen jetzt hier einfach mal reinpacke, nun so gucken, ob es Auswirkungen hat, dann sehen wir keinerlei Auswirkungen. Keinerlei Auswirkungen. So, und die 510 M Parallax ist die Citadel Height. M Parallax 8 Height. 109 ist die Moss Diffuse. Und das ist die. Oh. Das ist die hier. Was habe ich hier gemacht? Moss Diffuse. Oh, da habe ich dasselbe. Textures Shared Map Leaks. So, und dann haben wir hier die 108. Das ist die Citadel Mask.
Mask, Citadel Mask. Passt also auch. So, dann haben wir hier noch den Custom Shader 100, 302. Das ist der Data Building Shader. Data Shaders Building Shader. Haben wir hier auch Custom Parallax haben wir. So, und dann haben wir hier die 505. 505 ist Texture. Das wäre dann die Zitadelle, die Diffuse. Texture, die Diffuse. 506 ist die Normal. Normal, Normal. Ah ja, die Normal ist ja gar nicht drin. Genau. Warum auch immer die Normal nicht drin ist. Aber die 507, hier angegeben als Gloss Map, ist die Specular. Gloss Map, ID 2, Specular. Passt auch. So, jetzt kommen wieder die Prager Fragen. Warum funktioniert es dann nicht? So, das Einzige, was hier noch an Unterschied da ist, ist das hier, was steht von Bump Depth. Und zwar steht das bei der Normal Map. Aber die Normal Map fehlt ja auch hier. So, jetzt haben wir alles verglichen. Jetzt machen wir hier ein Reload. Jetzt nehmen wir uns hier das Material. Gehen hier auf Normal Map. Normal Map ist die Zita. Zita Normal. Mit 1.5. So. Speichere ich das einfach mal. Jetzt sieht man nämlich hier, dass er auch die ganzen Pfade ausgetauscht hat. Und nur dieser Dirt Moss Smoothness hat eine Abweichung. Der Rest ist allerdings gleich. Das wird auch in-game nicht gut aussehen. Sobald ich den Shader wegnehme, passt alles. Irgendwas stimmt mit dem Custom Parallax nicht. Weiß halt nur noch nicht was. Finden wir aber bestimmt noch raus. Frage ist nur, ob wir das heute Abend rausfinden. Also zum einen, es fehlt die Normal beim Export. Und zum anderen, trotz Normal sieht es scheiße aus. So, einmal bauen. Großes Produktion, Lola. Also der 3D-Effekt ist schon da, aber ich weiß einfach nicht. Jetzt diese Schatten kommen.
Das speichern wir jetzt mal geplaced ab. So, hier steht hier, Normal soll er übernehmen. Groups Merge soll er machen. Fly Modifiers. Machen wir mal das hier. Gucken, ob das dann hier. Okay. Das musste ich noch aktivieren, damit ich hier den Pfad habe. Aber mir fehlen dann immer noch. Ja, das bringt nicht viel. Mir fehlt dann ja immer noch die UV-Map. Nicht die UV-Map, die Normal. Ich meine, ich habe ja zwei UV-Maps. Man brauchte doch einfach nur zwei. Also wie kommt jetzt hier die UV-Map? Quatsch, die so, hier habe ich die Normal. Image Texture. Machen wir nochmal Open. Nee, da. Scheint er gelöscht zu haben. Was war jetzt nochmal, was fehlte? Die Normal. Die Normal. So. Export. Check. Ah, die Normal ist da. Der hatte das anscheinend nur nicht gespeichert. Okay. Das ändert aber nichts daran, dass das Ganze jetzt hier so scheiße aussieht. Und zwar mit diesem mit diesen Texturen hier sieht das scheiße aus. Aber warum? Citadel Mask. Diffuse. Parallax Map ist die Height. Ich habe jetzt hier 5 Zitadell Unterstrich. 5 Zitadell Unterstrich. So, und die habe ich hier auch. Es kann ja eigentlich nur was mit der UV Map zu tun haben. Dass ich da wieder irgendwas verkackt habe. Es gibt zwei UV-Maps. Okay, dann lass uns doch einfach hier nochmal UV-Map löschen. UV-Map löschen. Export all. Leeren Reload. So, Cube, Vertex Attribute. Jo. Das Ding heißt nämlich Cube 1. Das Ding heißt Cube. Hm. Vielleicht nennen wir das Ding hier einfach mal Bogen.
So. Ob hier Vertex Groups für? Nee. Brauch doch einfach nur eine BUV-Map. Jetzt hat er jetzt gerade gemeckert für Cube 01. Man kopiert doch einfach nur die eine UV-Map. Export. Reload. Na, aber schon sieht es wieder so scheiße aus. Aber die sind doch alle gleich aufgebaut hier. Kann es doch an denen eigentlich gar nicht liegen. Och, Menno. Wie gesagt, sobald ich das hier rausnehme, funktioniert es. Es hat also irgendwas damit zu tun. So, wenn ich jetzt hier das. So, es hat also irgendwas damit zu tun. Nehmen wir hier mal die Mask hier wieder raus. Ich habe jetzt die Mask rausgenommen. Ah, und guck mal, wenn ich die Mask rausnehme, funktioniert das schon. Weil da wird hier der Default benutzt. Okay. Dann brauchen wir für ihn hier jetzt auch noch eine zweite. Export. Das macht hier schon einen richtig schönen 3D-Effekt. Das ist schon mal schick. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal in-game an. So, hier können wir jetzt auch festhalten, haben wir jetzt eine weniger. Das ist mir aber ziemlich egal. So, dann bleibt jetzt noch die Frage. Brauchen wir tatsächlich ein Rohr, wo das Ganze rausbleibt? Oder reicht es, wenn ich so spawnt? Was denkt ihr? Rohr or not to Rohr? Das ist hier die Frage. Schon ziemlich kräftig, wenn du da reingeht, ne? Dafür, dass das eigentlich nur ein viereckiger Kasten ist.
Problem ist, wenn man jetzt so ein Förderband hier benutzt, also sowas in der Art, jetzt habe ich da natürlich Kollision drin, dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass hier vernünftige Animation drauf ist, ne? Wenn ich jetzt hier nochmal nach dem Original gucke. Dann haben die das so gemacht. Einfach nur ein viereckiges Rohr. Mit Stützen drunter. Ja, mit Stützen. Die Frage ist, braucht man hier eigentlich mehr? Ich meine, man sieht, wo die Location ist. Also wo das Ganze spawnt. Braucht man dann noch mehr? Platzieren tut man das Ganze ja nachher sowieso. Wenn man so eine Fläche hat, würde man das Ganze ja. Ich denke, das mit den 90 Grad lasse ich auch, weil wegen Spawnhaufen. Man würde das Ganze ja. Händlerbereich? Achso. Den Händler eben dahin gespawnt, ja. Super. Na, man würde ja das Ganze so dahinsetzen, dass es sowieso teilweise in den Berg hineingeht. Und dann ist die Frage, ob man sowas überhaupt braucht. Eben so eine Art Förderband. Oder ob das nicht bereits ausreichend ist. Ja gut, ich würde sagen, da machen wir uns ganz in Ruhe bis nächste Woche Gedanken drüber, ob das ausreichend ist oder. Auf YouTube, ich danke fürs Reinschalten. Ihr habt jetzt gesehen, was wir bis hierhin geschafft haben. Und für nächste Woche widmen wir uns dann dem Thema, wie kriegen wir hier noch ein schickes Förderband. Oder Rohr oder sowas. Ne? Vielleicht ein Rohr, das hier so aus der Wand kommt. Das wäre dann was für das Thema nächste Woche. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.